damit er dann das erste Kapitel relativ schnell durchbekommt. Und dann kann er auch gerne noch mal so ein bisschen üben. Ich weiß gar nicht. In 9 Stunden muss er schon auf der Arbeit sein, okay. Sollte dann vorher auch noch mal... Halt, stopp, stopp, stopp. Was wie? Befördert zu Flussfischer. Jake wurde befördert und ist jetzt Flussfischer. Er verdient jetzt 7 Simoleons mehr pro Stunde. Also ich sage jetzt mal einfach Dollar, weil es ist ja auch ein Dollarzeichen. Was einen Stundenlohn von insgesamt 40 Dollar die Stunde ergibt. Sehr schön. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. Fischleben. Schön. Was heißt das? Seine nächste, weiß ich jetzt nicht mehr. Er ist auf jeden Fall sehr K.O., so wie es aussieht. Oh ja, er ist sehr K.O. Er soll sich doch bitte ins Bett legen und nicht auf die harte Couch. So, mein Junge. Hattest du das Buch jetzt nicht zu Ende gelesen? Was liest du denn jetzt hier? Ach so, das sollst du noch weglegen. Okay, gut, ich wollte gerade schon sagen. Ja, dann üb jetzt noch mal ein bisschen. Ja, leg doch erstmal das Buch weg. Ach, weil dieser... Wieso hat der Vollidiot das jetzt falsch rum hingestellt? Hä, muss ich das jetzt verstehen? So, zackig, üben. Wir wollen hier einen guten Musiker aus dir machen, ne? Sollst ja mal ein richtiger Rockstar werden. Wie hört sich das denn überhaupt an mittlerweile? Ja, mit so einem Buch in der Hand kann man gut spielen, ne? Hört sich aber doch schon sehr groovig an. Ja. Okay, es hört sich ein bisschen sehr hell an. Ah, Level 4 der Gitarrenfähigkeit. Sehr schön. Was muss er denn? Achso, er muss das Geld... Okay. Er muss das Geld geholt haben. So, er braucht... Achso, er hat sogar Tagesaufgabe Musik üben. Okay, sehr schön. Besten Möglichkeiten. Gut gelaunt zur Arbeit gehen, Tagesaufgaben erledigen, gute Beziehungen mit Kollegen unterhalten. Ja gut, da kann ich jetzt leider keinen Einfluss drauf nehmen. Ich würde gerne das Ding hochschieben. So, erreiche Level 2. Ich denke mal, wenn er befördert wird, muss er wahrscheinlich irgendwie ein höheres Level auch haben. Tagesaufgabe Musik üben ist durch. Das ist sehr schön. Aber er muss in 7 Stunden schon wieder unterwegs sein. Yeah, groovy. Nirvana. So, nach dem Üben darfst du auch was essen. Beziehungsweise solltest du jetzt schon was essen, weil ja, er muss ja schon in 6 Stunden los. Ich glaube, das wäre ganz gut. Dann soll er sich vorher auf jeden Fall noch mal eben baden. Und darf dann noch mal schlafen gehen bis dahin. Er ist sehr konzentriert, okay. Redliche Riffs wegen Gitarrenmusik. Ey, hier geblieben. Nichts macht einen Musikliebhaber glücklicher, als seine Fähigkeiten zu demonstrieren. Yeah. Okay, köstliches Gericht. Sehr köstliches Gericht. Ein Joghurt, okay, wenn du meinst. Geniale Sims sind absolut konzentriert, wenn es darauf ankommt. Okay, der geht jetzt überall mit dem Buch hin, oder was will der mich jetzt veräppeln? Bücher aufräumen. Du solltest doch eigentlich verschlafen. Junge, was war denn das jetzt? So, dann leg dich noch mal was hin. Du hast nicht mehr allzu viel Zeit. 4 Stunden noch. In der Zeit hol mal deine Energie mal raus. Och Leute. So, warte mal. Wann musst du auf der... Oh, okay, da sollte vielleicht doch erstmal auf Toilette gehen. Ja, komm. Zack, zack. Schneller. So. So, so. Ja, ich weiß, dass du stinkst, deswegen sollst du ja duschen gehen.
So, dann noch eine schnelle Mahlzeit und danach machst du deine Frau mal glücklich. Ach, dein Ernst jetzt? Zuneigung ausdrücken? Beginnt erst in 3 Tagen, okay. Wange küssen? Wie? Ist voll. Hallo? So geht das aber nicht hier. Komm mal schneller. Ach, der braucht aber lange für die Hygiene. Ja gut. Ben muss in einer Stunde auf der Arbeit sein. Oh, den habe ich total vergessen. Mist. Okay, hör auf zu schlafen. Hör auf zu schlafen. Ess hier noch schnell was. Zack, zack. Du sollst ja nicht hungrig sein. Wieso ist sie mir jetzt unwohl? Minderwertiges Bad. Fühlt sich nicht nach jedem Bad sauber und frisch. Willst du mich veräppeln? In der Stadt findet ein Gewürzfestival statt. Klicke auf eines der dynamischen Schilder in der Stadt, um mehr zu erfahren. Was, 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 was? Moment, bevor jetzt hier irgendwas passiert, gehe ich mal kurz speichern. Ja, ich bin jetzt ein bisschen, oh. Jetzt musst du mich auch nicht mehr. Morgana? Alles gut? Was war denn das jetzt? Sie ist doch gar nicht dehydriert oder so. Und sie ist glücklich. Was war denn das? Okay, nee, nicht Job. Reisen. Wir laden die Leila mit ein. So. Ihr habt mich angelogen. Hier steht nirgendwo was von Rockfestival. Aber die haben ja gesagt, in der Stadt. Also denke ich mal, wird das wohl an der Bar oder so sein, ne? An der Bar am Strand. Wo war das denn letztes Mal? Das sind die Häuser. Ich meine, das war hier unten an der Bar oder so. Wir haben ja schon mal ein Festival gehabt. So, während ihr guckt, während ihr redet, werde ich jetzt mal eben gucken. Da links kann ich nicht weiter, okay. Das scheint mir jetzt auch keine Feier zu sein. Da geht es einen Weg hoch. Okay, die Häuser sollte ich mir vielleicht demnächst mal angucken. Aber da haben wir jetzt im Moment keine Zeit zu. Wir müssen hier irgendwo herausfinden, wo hier ein Rockfestival sein könnte. Klicke auf eins der dynamischen Schilder in der Stadt, um mehr zu erfahren. Ich habe hier keine dynamischen Schilder. Aber das soll ja angeblich die Stadt sein, so wie ich das verstanden habe. Das ist jetzt doof. Das sind auch keine Schilder, wo man draufklicken kann. Ich will das Gewürzfestival sehen.
So. Am Strand, am Lagunenausblick. Pierperfektion, das sind Häuser. Es kann eigentlich nur Pierperfektion sein oder der Lagunenausblick. Aber das hier unten, so wie ich das verstanden habe, ist die Stadt. Deswegen bin ich jetzt irgendwie ein bisschen überfragt gerade. Es ist ja auch für mich alles neu. Und ich bin jetzt wieder genau in der gleichen Ecke. Hä? Oder wie sehe ich das jetzt hier? Ja klar, ich bin doch wieder genau in der gleichen Ecke. Was ist das denn jetzt? Lass uns mal hier reingehen. Mal in die Bar reingehen. Wieso lädt er das jetzt wieder? Ja, da war ich gerade auch schon, Junge. Aber ist okay. Aber hier findet offensichtlich kein Gewürzfestival statt. Aber da hinten ist Musik. Yay. Mima go ya pogra. This is my easy Kubar. Kubar! Oh, ich falle in Ungnade, wenn ich keinen Elementargeister rufe. Ich denke, die tanzen zusammen. Wieso ist hier die ganze Zeit da hinten die Frau im Antanzen? Ah, da sind sie. Zum Tanzen einladen. Juhu! Wir tanzen mit Elementargeistern. Oh, den auch noch. Komm. Komm du auch. Zum Tanzen einladen. Ja, los. Macht alle mit. Komm, beweg dich. Juhu. Yeah. Oh, jetzt tanzt sie nicht mehr mit. Wieso tanzt sie jetzt nicht mehr mit? Spitzbübig bedrängt. Ach, ihn... Hat sie sich noch gar nicht vorgestellt, sich gerade. Oh, Dag Dag. Samba. Oh, was ist denn jetzt los? Sie ist ein Hitzkopf. Ja, das haben wir ja schon kennengelernt, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft. Yay, der unten links geht so richtig ab jetzt. Morgana hat durch ihr Verhalten ihre besondere Verbindung zu den Inseln zum Ausdruck gebracht und die Traditionen gepflegt. Die Elementarwesen von Sulani sind erfreut. Es gibt jedoch trotzdem noch Raum für Verbesserungen. Yay! Loonies, Gelsie,
Tanz mit uns! Smirks. Shumbas Smirks Unga. Ulak. Yemful Apollochaba. Yes. Oh, hier reden ja gerade wirklich alle durcheinander. Gut, die sah jetzt irgendwie ziemlich angepisst aus. Nuloi Sawata, Frisola Kumar. Ah, wobble. Oh, Zilnoi. Larkin Moosh. Es dauert wirklich unheimlich lange, bis ja, man endlich mal mit ihr befreundet ist hier. Yebu Honka, Bazish, Brabna, Gweeby, Vazoof. Level 3 der Comedy-Fähigkeit. Yay! Char! Oh ja, beste Freundin, bitte. Wir ziehen uns hier mal ein bisschen zurück. Ah, Morgana und Halia sind jetzt beste Freunde. Putzwahn, okay. Bon and Gravy? Farobi, Chimere Jabin Slawfish. Jabin. Ah. Oh, sie muss auch mal bald auf die Toilette. Oh nein. Sie redet immer noch mit ihr, obwohl sie gerade abgehauen ist. Auch nicht schlecht. Schaffst du es noch mit ihm zu reden, bevor er weg ist? Ach, da ist sie wieder. Oh. Nein. Jetzt sind sie weg. Das darf nicht sein. Morgana? Was macht sie jetzt? Ach, da ist eine Toilette. Ah, okay. Sehr gut. Ben ist auch nach Hause gekommen. Wir haben auch wieder ein bisschen Geld. Sehr schön. Okay. Sie hat allerdings auch Hunger. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo ihre Freundin jetzt abgeblieben ist, die ja eigentlich mit ihr hin sollte. Wo ich das Gefühl habe, dass sie sich jetzt irgendwie gar nicht verabschiedet hat, sondern einfach gegangen ist. Ja, dann würde ich sagen, dass sie jetzt auf jeden Fall auch erstmal nach Hause geht. Nein, du sollst ihr immer noch folgen. So, dann kann sie sich jetzt erstmal wieder was zu essen nehmen. Alle dürfen nur noch Joghurt essen, weil wir müssen sparen. Wo ist die Katze? Da ist die Katze. So, was ist mit dem Ben? Der hat auch Hunger. Okay, dann soll er sich auch mal eben eine schnelle Mahlzeit nehmen. Jake, bevor du jetzt irgendetwas liest, genau, mach das Buch mal weg. Nicht angel sie dir, sondern angeln, genau. Liest du jetzt bitte das Buch, damit du deine Angelfertigkeiten verbesserst und dann demnächst auch besser angeln kannst, ne? So, er muss doch an drei unterschiedlichen Orten angeln. Ach,
Der ist auch erst in 3 Tagen wieder, okay. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt die Episode erstmal hier beenden werde und dass wir uns in der nächsten Episode dann aufmachen und nach neuen geeigneten Angelplätzen suchen. Bis dann, ciao!